Ja, meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Enduel. So, ich habe offscreen ordentlich vertickt, war auch nochmal bei der Bank. Jetzt können wir wieder ein bisschen mehr tragen. Ich habe mal alle Lehrlingsbücher von, was weiß ich, was wir alles dabei hatten, einfach jetzt mal auch noch gelernt. Da ist jedenfalls das, was ging. Ich glaube, Psionik war dabei und noch irgendwelche anderen Sachen, damit man die auch mal nutzen, beziehungsweise dann, ich habe so viele Lernpunkte über, da war ich ja gar nicht mehr wohin damit. Und auch die haben ja ein bisschen Traglast, deswegen habe ich jetzt einfach mal, ja, mir gegönnt, sage ich mal. Oh, mein Knochenreißer. Aber auch die sind schon mittlerweile keine richtigen Gegner mehr für uns. Knochenreißer. Was? Was ist denn ein Knochenreißer? Easy! Nein, Spaß, ich sollte den Mund nicht so voll nehmen. Aber man sieht ja trotzdem schon ordentlich den Unterschied jetzt, was wir an Schaden anrichten. Kann ich da irgendwie hoch oder ist es hier wieder irgendwie wieder so irgendwo ein Hebel, das uns da nach oben bringt oder? Na, du sollst auch springen, wenn ich Leertaste drücke. Ist ja nicht so, als würde die nicht gehen oder so. So, springen. Spring. Da kannst du springen. Guck mal an. Da kriegst du das hin. Edelsteintruhe. Bauplan Herz des Glückretters. Set-Gegenstand. Handwerkskunst 80. Wow. Ob es sich gelohnt hat, hier hochzukommen? Ja. What? Da sind ja Gegner. Hallo? Spring, wenn ich Leertaste drücke. Wo ist das verfickte Problem? Na, ich will da jetzt hoch, ich will die bekämpfen. Wenn ich schon die Möglichkeit dazu habe. Oh, hallo, kommst du denn her, mein Bruder? Na, willst du nicht kämpfen? Komm, friss! Ich danke für deine Mana. So, wir können auf jeden Fall jetzt wieder ordentlich mitnehmen. Das heißt, kein Ding. Karaklas ist wieder da, meine lieben Freunde. So, die restlichen zwei Tagebücher, die finden wir auf jeden Fall irgendwo draußen. Mana-Pilz, na, endlich mal wieder. Ja, das hat sich so gelohnt, als ich ja kaufen war. Wir werden jetzt schon überladen. Natürlich habe ich auch noch mal gepennt, dann. Das hat sich natürlich dann gerade so ergeben. War doch schon ziemlich nützlich. Ist hier irgendwas drin? Nein, okay, gut. Ist hier irgendwas Besonderes? Wahrscheinlich nicht. So, dann gehen wir mal runter, lesen wir mal das nächste Tagebuch durch. Oh, da ist eine Truhe. Nochmal Mana-Pilz, sehr schön. Vielleicht sollte ich mal hier nochmal genauer auf den Boden gucken. Ein Trankmischer-Rucksack, aha. Ein Zauberbuch und Eispfeil. Das hört sich ja mal mega interessant an. Dann nehmen wir sogar alles mit. Dann können wir erstmal gucken, ob wir einen neuen Zauber auch haben. Ja. Elixier. Wow. Okay, die kennen wir schon. Nur das kennen wir noch nicht. So. Tagebuch Nummer 5. Ich springe durch buntes Laub. Ich renne zusammen mit den Bären über Steine. Ich fliege empor hoch über alles andere. Bis dicht unter den orangenen Himmel. Vorsichtig, Achtung, sonst stürze ich ab. Nein, halt, das bin ich nicht. Ich habe diesen Ort nie gesehen. Ich war nie zuvor hier. Ich bin hier aufgewachsen. Meine Mutter ruft mich. Ich muss aufhören zu spielen. Ich kenne diese Frau nicht. Wieso schaut sie so traurig? Ich bin gleich da, Mutter. Wieso tut mir mein Kopf so weh? Ich habe einen bitteren Geschmack im Mund. Ekelhaft und schwer. Und es braucht all meine Kraft, um mein Essen bei mir zu behalten.
Nein, halt, Mama. Mach das nicht, ich will das nicht. Dieser Ort treibt mich in den Wahnsinn. Ich muss sein Geheimnis ergründen, bevor es zu spät ist. Wer weiß, ob es da nicht schon ist. Wer weiß, ob es das nicht schon ist, so. Okay, interessant. Zahle zu gut, der Typ schon anscheinend, oder was? So, ist hier noch irgendwo was versteckt? Und ist irgendwas auf der Kuppel vielleicht? Könnte ja sein, aber nee. Sehe da nichts mehr. Gehen wir auf jeden Fall mal weiter. Na, sehr schön, wir kriegen hier ein paar Mana-Pilze. Das hat mich schon lange nicht mehr. Wir hatten immer nur diese Sporn-Dinger. So. Wo sind der hin? Wo ist denn jetzt die Ratte hin gerade geflogen? So, wir haben genügend Dietriche dabei. Hä? Gerade eben hat sich das doch... Wir sind hier nicht bei Expertenschloss wieder, meine lieben Freunde. Das ist ein Lehrlingsschloss. Danke. Kennen wir alles schon, aber wer weiß, ob wir es, wie gesagt, eh mal verkaufen können. So, wo ist denn jetzt diese verdammte Ratte gerade hingeflogen? What? Die ist da hingeflogen? Wow. Jetzt aber ganz schön eilig gehabt, will ich meinen. Oh nein, oh nein, 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 nicht die. Ein Hammer, glaube ich. Das ist nicht gut, nicht diese Viecher. Auf jeden Fall sehr stark, das wissen wir alle, wenn die uns treffen. Die machen beträchtlich Schaden. Da muss man immer sehr vorsichtig sein. Hey, das waren doch drei, oder? Oder liegen die jetzt alle aufeinander? Dass der eine jetzt auch noch irgendwie runtergekullert ist. Waren das nicht drei oder bin ich jetzt? Ach hier, oh mein Gott, nee, das sind sogar mehrere noch. Das waren sogar vier Stück. Gehen immer so unter, das sieht man dann kaum. So, was haben wir denn hier versteckt? Hier ist doch was, oder? Nee, wahrscheinlich dann doch eher nicht. Jetzt mit gerechnet? Nope, hier ist nichts. Gut. Dann gehen wir mal raus. Golden Forest. Ja, gut, da sind wir ja eh, oder? So heißt ja diese ganze Umgebung, oder? Oder ist das jetzt dieses Tal und das heißt extra so? Kann ja auch gut sein. Also ich meine jetzt, dass wir... Man hat sie auf der Karte gesehen, dass das so eine Art Bergland war. Genau. Jetzt sind wir... Jetzt sind wir... Ah, ja, okay. Wow, das sieht ja hier mal mega geil aus. Ein Knochenreißer, nicht gut. Heiligtum des Gräberpfads entdeckt. Oh, komm mal her. Schieß doch! Wo ist immer dieses verdammte Problem manchmal? Wir sind also auch Knochenreißer. Bärenpilz. Wegestreunen, Bärenpilz. Assassinenkapuze. Ein Set. Sand. Ich hoffe, das ist gerade gesund, was wir hier machen. Sieht hier so aus, als wären das hier Opfergaben. Das wollte ich nicht. Das wollte ich eigentlich sogar vermeiden. Moment. So, ich bin hier fertig. Wow, wie
geil das hier bitte aussieht. Das ist ja mal mega cool. So, wir gehen jetzt mal da hoch, weil da scheint es wohl erst nicht weiter zu gehen. Schattenstahlerz. Ui, das hört sich ja mal sehr interessant an. Ist hier irgendwie was? Nee. So, ein Buch ist auf jeden Fall hier in der Nähe. Da oben. Dann gehen wir mal dahin. Und der andere ist diese Richtung. Also noch etwas weiter weg hier. Das haben wir ganz gut geregelt gerade. Wo sind da noch einer? Ah, ein Skelett. Beziehungsweise da war ein Skelett. So, das Gute ist, da wir hier den Ort entdeckt haben, können wir auch jetzt hier immerhin schnell reisen. Das heißt, wenn ich wieder irgendwie nach einem Part gerade ausgehen und verkaufen möchte, kann ich das ganz entspannt einfach machen. Keine Verzauberung benutzen wir jetzt mal noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt so einen Haufen Zeug zum Entzaubern. Weil ich meine auch, dass ich das noch gar nicht kann, oder? Da muss man doch, glaube ich, auch skillen für. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht. So, aber hier hätten wir das nächste Tagebuch. Oh, die kriegen wir noch nicht auf. So, ein Buch fehlt noch, dann hätten wir alle. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sollte mal echt Geld investieren für Schlösser knacken. Ich glaube, da wird es mal langsam Zeit, dass wir uns da mal fokussieren drauf, damit wir endlich mal Experten und so Truhen und Meistertruhen beziehungsweise Türen oder was auch immer aufbekommen. Aber ich bin ja immer wieder fasziniert, wie schön das hier gestaltet ist. So, wenn wir mal gerade noch das Tagebuch lesen. So, Seite 6. Tag 15. Ich will nicht weg, Mama. Ich will bei euch bleiben. Ich muss das Heilmittel finden. Ich muss einen Weg finden, den roten Wahnsinn zu heilen. Ich will das nicht trinken, Papa. Lass mich los. Dieser bittere Geschmack immer stärker, immer mehr. Ich kann nicht atmen. Freude füllt meine Lungen. Nein, Mama. Nein, Papa. Nein. Ich weiß nicht, wie ich hierher gekommen bin. Meine Erinnerungen sind wie Buchseiten in einem Sturm. Wild durcheinander fliegen sie mir zu. Sind es denn wirklich meine? Ich sehe einen See und Mamas Gesicht, ihre zarte Haut, ihre riesigen Reißzähne. Reißzähne? Die Steine dort unten sehen so einladend aus. Nur einen Schritt vorwärts. Dann ist alles vorbei. Keine Schmerzen mehr. Nein, ich muss weitermachen. Diese Visionen wollen mir etwas zeigen. Nur bin ich bereit, es zu sehen? Wenn es mir das Heilmittel gibt, dann muss ich es finden. Langsam zweifle ich nur, ob dieser Kräuterextrakt wirklich das tut, was ich dachte. Ja, das frage ich mich mittlerweile auch. Ob der wirklich das tut, was du dir erhofft hast. So, wir wurden auf jeden Fall schon einmal erwischt. Mensch, ich geh mal weg da. Ich muss den Bogenschützen entnehmen. Oh, hallo. Wie geht's denn so? Moment, ich mache ihn so weg. So, dann kriegen wir nämlich noch mal ein bisschen Mana. Bei denen nehme ich immer alles mit, da das lohnt sich so, das ist so geil. Was bringt nochmal Knochenmehl schädigen, außer können wir Gifte herstellen, aber... brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Mana-Pilz, oh ja, sehr schön. Mana-Pilze sind immer gut.
mich da irgendwie da hoch, weil da oben war noch eine kleinere Plattform, aber ich denke mal, da komme ich hin. So, hier sind doch bestimmt wieder die nächsten Gegner. Da oben ist das letzte Buch. Oh, ein Feuerastro nach und ein Sturmastro nach. Oh, das ist nicht so gut. Müssen mal gucken. Auf jeden Fall ist hier die letzte Buchseite. Was ist denn das? Ach so. Und Buch 7, damit haben wir alle. Und jetzt haben wir Moment mal. Achso, jetzt müssen wir das Heiligtum finden. Interessant. So, da ein Frost- und Feuerastro nach ist, ist es natürlich. Und ein Schlammelementar und ein Frostelementar? Hier haben wir alles. Oh, das wird nicht leicht werden. Wie sieht's denn mit unserem. Ach, Moment. Quelle des Lebens. Ah, perfekt, dass ich das schon mal ausgerüstet habe. Wie sieht's denn mit unserem Arkanistenfieber aus? Ach, da unten liegt der Apothekarius tot. Interessant, gar nicht gesehen. So, halten wir uns mal so hoch. So. So, dann lesen wir mal noch das letzte Buch oder beziehungsweise die letzte Seite des Tagebuchs. Ich kann nichts mehr hören. Mein Kopf ist erfüllt von einem dröhnenden Schreien, das gleichzeitig eine ohrenbetäubende Stille ist. Ich spüre, wie jemand meine kleinen Ärmchen festhält. Hat der Schmerz kein Ende? Ich muss mich wieder und wieder übergeben von dem faulen Geschmack in meinem Mund. Obwohl mein Magen schon lange leer sein muss, spucke ich immer und immer wieder hehlgrüne Flüssigkeit aus. Hat das den Geschmack verursacht? Mama und Papa haben mich gezwungen, das zu trinken. Ist das dieses Kräuterelixier? Wollten mir die Visionen zeigen, was es tut? Ich sehe, wie jemand sich über mich beugt. Mein Körper ist zu schwach, um sich zu bewegen. Irgendwas saust auf mein Gesicht zu und die Schmerzen lassen mich aufschreien. Danach hören die Bilder, die mich in den letzten Tagen gequält haben, auf. Ich bin wieder klar. Und mein Körper brennt vor Schmerzen. Ich verstehe jetzt, was die Visionen mir zeigen wollten, woher die Erinnerungen stammen, doch ich wünschte, ich wüsste es nicht. Wie soll ich erklären, dass das Heilmittel, auf das wir unsere Hoffnung gesetzt hatten, keines ist? Das ist zwar, wie die Aufzeichnungen gesagt haben, den Geist befreit, aber nicht von der Krankheit, sondern auf eine unerwartet unmenschliche Art. Was haben sich die Pyreer dabei gedacht? Wie konnten sie so eine Mixtur erschaffen? Ich kann dieses Wissen nicht in die Welt tragen. Es darf nicht gefunden werden. Niemals. Wieder darf jemand dieses Elixier verwenden. Ich werde dieses Wissen vernichten. Kostet es, was es wolle. Es tut mir leid. Okay. Also alles umsonst eigentlich, kann man sagen. Wir gehen jetzt mal runter und gucken uns diesen Apothekarius mal an. Besiege den Geist eines... Ach, hier ist noch ein ganzes Tagebuch von dem. Oh mein Gott. Hallo, wer bist denn du? Den hätten wir auch. Und beendet wie neugeboren. Sehr schön. Das war's. Oh. Das ist auf jeden Fall eine geile. Oh. Oh. Ja, moin. Moin, moin, moin. Das ist nochmal besser. Diadem des Elementaristen. Ach du meine Güte, ist das geil. Was haben wir nochmal auf für ein Dingenskirchens? Hier. Leichte Rüstung, 9 Punkte, Einhandgriffe. Ah, da machen wir mehr Schaden halt nochmal dadurch. Und bessere Händlerpreise. Boah. Jetzt frage ich mich gerade, lohnt sich das für das, was wir jetzt hier... Wo ist denn dieses Diadem?
Da. Na, wir verlieren sogar Rüstungswert dadurch. Ich werde es jetzt trotzdem mal gerade ausgerüstet lassen, denn wir haben hier noch einige Elementarmonster. So, die will ich jetzt mal noch gerade machen. So, die Frage ist, machen wir erst den Sturmelementar? Ich denke schon, weil wir für den auf jeden Fall Feuerball, so, was ist denn ein Flammenbiss? Ist Nahkampf, ne? Flammenblitz, was? Ich denke, dass der Feuerball das Sinnvollste, würde ich sagen. Und dann machen wir den. Ach Mist, ich habe ja noch. So, den hätten wir. So, wir haben ja unsere Fähigkeit ausgerüstet. So, sehr schön. Dann hat sich das direkt mal ausgelöst. Hey, hey, ich bin noch nicht fertig, mein Freund. Hey, nicht abhauen. So. Haut er ab, weil er meint, ich wäre besiegt. Das war ja lächerlich gerade. So schwach bin ich jetzt auch wieder nicht. Ach ja, moin. Wo ist denn der Blitzelementar? Oh, ist denn wieder hier? Ach komm. Soll ich hier ruhig ein bisschen Arkanistenfieber kriegen? Ich kann mich eh heilen. 15% nochmal, also daran soll es jetzt nicht scheitern. Geht's hier irgendwie rein oder? Nee, okay. Ich glaube, ich habe mir ein paar Groschen. Sehr schön. 9 Groschen. Naja. Nicht die Welt, aber Geld ist Geld. Wow, wie schön das hier aussieht. Muss man ja doch mal wirklich an der Stelle erwähnen. Und. Ah, nehmen wir alles mit. Wir nehmen hier auf jeden Fall alles mit. Ah, der Part geht jetzt mal etwas länger, weil ich will mich hier wenigstens noch umsehen, bevor wir dann noch durch die Tür gehen. Aber sehr schön, wir haben die Quest geschafft. Hier würde ich gerne bleiben. Das ist schon ein geiler Ort, um sich hier eine Hütte zu bauen. Das wäre so cool. Klar, man müsste hier irgendwie aufräumen. Aber ich glaube mal, das ist wohl nicht möglich. Aber mich fasziniert dieses Spiel immer und immer wieder, was die schönen Orte angeht. Also da haben sich auf jeden Fall die Entwickler echt was ausgedacht. Das muss man ja mal schon sagen. Also es ist so geil. Also in Skyrim waren natürlich die Orte auch immer mega schön, aber ich bin ehrlich, das hier ist einfach 10.000 Mal noch schöner einfach. Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr so eigentlich von dem Design von Enderville haltet. Aber hier wird ja wohl nichts sein, aber da man ja eh hier hoch kann und ich ja eigentlich immer wirklich in der Hinsicht sehr, sehr neugierig bin, mich mal gerne aus der Map bugge und sowas, ne? Sowas liebe ich ja. Guck mal, hier kann man über die Wurzeln gehen. Vielleicht kommen wir auch so auf die Plattform. Da war ja nämlich noch so eine Art eine Plattform. Naja, oh mein Gott. Ja gut, jetzt sind wir hier runtergefallen. Ja, ein bisschen Schaden nehme ich da schon mit. Das ist mir dann gerade egal. So, meine lieben Freunde, wir haben die Quest geschafft. Wir haben aber erstaunlich wenig Erfahrung dafür bekommen. Also so sonderlich viel war das jetzt gerade gar nicht. Weil Erfahrung ist ja hier das A und O in diesem Spiel. Kanal zur Bauernküste, da werden wir auf jeden Fall als nächstes reingehen. Da sind wir wahrscheinlich hier auch draußen.
Ist das das ganze Tal hier? Scheint so. Ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts übersehen. Den Sturmausdruck nach habe ich ja gelootet, oder? Habe ich ihn gelootet? Mensch, wo habe ich den denn nochmal erwischt? Kann ich vielleicht hier noch was abbauen? Ja, Tatsache. Hier kann ich noch abbauen. Tja, das ist mir jetzt gerade egal. Das bisschen Arkanistenfieber juckt mich halt kaum. So. Ja, aha, den hatte ich noch nicht gelootet. Sehe mal einer an. So, einmal Segen der Disziplin. Ich danke an der Stelle für diese Fähigkeit. Aber trotzdem haben wir noch 8,3% der Kanistenfieber. Das ist schon heftig. So, jetzt aber welche Part bin ich von ihm. Sehen wir uns einfach hier beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder ist. Let's play. Macht's gut. Ciao.